Und damit herzlich willkommen zum Finale der Sowjets. Mission 14. Und dafür gehen wir zum einzigen Fleckchen, das noch so übrig ist, das noch blau scheint, neben diesen kleinen Fitzelchen in Frankreich. Und ja, schauen wir rein. Genau das durfte nicht passieren. Die Chronosphäre sollte uns gehören. Jetzt haben wir nur einen Haufen Schrott. Und Sie, General, Sie tragen die Schuld. Er hat es versäumt, die Radarzentralen auszuschalten. Ich glaube, er ist sich über die Strafe im Klaren. Bringt ihn raus und erschießt ihn aus meinen Augen mit dem Kerl. Genosse Stalin, den General trifft keine Schuld an der Zerstörung der Chronosphäre. Ich persönlich habe sein Vorgehen überwacht. Und wer bitte ist dann schuld? Natürlich war es der Fehler des Generals. Niet, Genosse. Sie waren es, der versagt hat. Sie haben den General nicht über den anderen Sender in der Nähe informiert. Ist das wahr, Kukov? Gab es einen vierten Sender? Naja, wir haben ihn beim ersten Überflug nicht bemerkt, aber es stimmt, dass wir... Sie enttäuschen mich, Kukov. Wenn die Chronosphäre nicht uns gehören kann, dann soll sie mit dem Schrott der alliierten Blechkämpfer zusammen begraben werden. Nadja, wo stecken Sie? Wo ist Ihr Hauptquartier vergraben? Wir haben Einsteins Signal verfolgt. Er befindet sich jetzt an der englischen Küste. Dort muss Ihre Befehlsstelle sein. General, Sie können jetzt einiges wieder gut machen. Sie werden den Angriff auf das alliierte Hauptquartier leiten. Machen Sie! Diese ganze Allianz dem Erdboden gleich. Aber Genosse Kommandeur, ein direkter Angriff... Genossin, wenn du Kukov auf dem Boden Gesellschaft leisten willst, stell deinen Angriffstrupp zusammen. Ein rein sowjetischer Kontinent ist unsere Bestimmung. Yay, Stalin hat ziemlich starke Ärmchen, ne? Dass der Kukov einfach so erwirken konnte, noch so schnell. Nein, lebend kriegt ihr diesen Panzer nie. Haben sie auch nicht vor, ich weiß. So. Erstmal alles, was gefährlich ist, also alles außer die Artillerie zerschießen. Die Minen sind ein bisschen doof. Das ist schon arg knapp bemessen, aber es klappt noch. Jetzt sind auch Minen hier unterwegs, müssen wir vorsichtig sein. Ah. Okay. Dann suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen, wo wir uns zu Hause fühlen können. Oh, da haben sie gerade ihre eigene Minen weggeballert. What? Oh, Mist. Okay, der Mammutpanzer geht eigentlich noch ganz gut, aber... Ach du lieber Gott. Okay, hier runter. Hier runter. Du schießt auf die Arti. Nein, nicht da. Du schießt auf die Arti. Habt ihr gesehen, wie der gerade eine Nahkampfrakete abgeballert hat? Okay, ich glaube, hier sind wir ganz glücklich. Von daher sollten wir mal anfangen aufzubauen. Da das die letzte Mission ist, kann ich sagen, wir können anfangen aufzuhören. So, jetzt gebe ich euch mal Kontrollgruppen. Ihr seid die drei. Sag mal, ich bin ja derjenige, der die Landeoperation macht. Wollt ihr mich verarschen?
wieder den im Fahren abgeschossen hat. Den Rakete, versteht sich. Voll korrekt Deutsch. Okay, da haben wir 4 von euch und 4 von euch. Ich möchte am besten teilen in verschiedene Gruppen. Denn die haben auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Der Vorteil der schweren Panzer gegenüber den Mammutpanzern ist eben gerade der, dass sie ein bisschen schneller sind. Und diesen Vorteil möchte ich im Idealfall ein bisschen ausnutzen. Um sie zumindest, wenn es darauf ankommt, schneller irgendwo hinziehen zu können. Hier oben wird ein bisschen lustig geballert, da können wir schon mal mit unserem V2 drauf schießen. Aber ja, es ist schon ziemlich lustig, wie Stalin uns gleich sofort liquidieren wollte, weil wir eben... ja, einmal versagt haben, ne? Ganz Europa wurde erobert, alles eigentlich super und nur wegen dieser einen... Gut, es ging um die Chronosphäre und Stalin war total versessen drauf, aber dennoch... es ist ganz lustig, dass... sofort... ja gut, wie Nadja sagte, enttäuschen Sie niemals. Aber dann hat's Kukow erwischt. Denn es gab noch ein weiteres Radarchen, Radarlein. Apropos Radar, nee, erstmal Waffenfabrik. Okay, hier ist aber erstmal Ruhe, ihr könnt mal ein bisschen vorgucken. Wir haben ja dann doch eine ganz formidable Streitkraft zu Beginn. Und wir haben ordentlich was an Geld, merke ich gerade. Na, hi. Ihr habt es ja nicht lang gemacht. Also ein paar V2 im Hintern zu haben. Ja, hinten. So ein paar V2 im Hintern zu haben, das kann durchaus. Das ist vielleicht manchmal. Hat einen gesunden Beieffekt. So. Also an Ressourcen sollten wir uns echt nicht beschweren. Das ist richtig. Uiuiuiui. Können wir mal gucken. Da oben kriegen wir auf jeden Fall gut was an Stress. Na komm, jetzt bau schon. Konstruktion abgeschlossen. So, machen wir erstmal noch einen Transporter. Wird gebaut. Gerade mit Mammutpanzer zu spielen ist so eine Sache. Aber was müsst ihr sonst tun? Gut, ihr bleibt mal zu Hause, weil ihr ziemlich angekratzt seid. Ich repariere euch dann gleich noch. Ja, Sir. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. So, schauen wir mal. Ein Radar, bitte. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, also Ressourcen. Vor allem, da haben wir noch eine Regenerierung. Da. Also, ja, es gibt noch genug Stellen, wo nochmal Geld nachkommt. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Ansonsten noch irgendwas Schönes hier? Sieht mir nämlich fast wie so eine eigene Insel aus. Ich kann mich noch relativ schwer an die Mission erinnern. Ah, so einfach ist es doch nicht. Und ah, okay, jetzt haben sie die Brücke zerstört. Leider kann man Brücken ja nicht wieder reparieren hier. Machen wir tatsächlich mal die Werkstatt. Ach, nerv nicht. In Ordnung, in Ordnung. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Einblick, was uns hier überhaupt erwartet. Ist nicht nur ein kleines Inselchen, wir teilen uns hier auch ein bisschen was. In Ordnung, in Ordnung, bestätigt. Im Übrigen sollte man, auch wenn die Mammutpanzer äußerst mächtig sind und ihre Regenerationskräfte haben und sonst alles Mögliche, man sollte die schweren Panzer nicht unterschätzen. Wie gesagt, die letzte Zeit werden wir, seitdem ich Red Alert spiele, sehr viele andere Red Alert 1 Videos vorgeschlagen. Und ich habe jetzt so auch einige Multiplayer-Matches mal beobachtet, so aus Spaß und... so, ihr repariert mal. Und man muss tatsächlich sagen, vor allem in Multiplayer-Matches werden hauptsächlich, zumindest Leute, die Russen spielen, die setzen fast nur schwere Panzer ein statt Mammutpanzer, hauptsächlich wahrscheinlich, weil sie ein bisschen mobiler sind und auch besser Beschuss ausweichen können, wenn man irgendwelche auftritt. Also gerade wenn es um Micromanagement geht, während Mammutpanzer eher sehr lahme Kameraden sind. Und wahrscheinlich geht es auch ein bisschen ums Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, mit der Feuerkraft von 2 schweren Panzern, die man bekommt, fast für den Preis von einem Mammutpanzer, kann man wahrscheinlich mehr erreichen. Ich mach trotzdem meinen Mammutpanzer. Es tut mir leid.
Aber ich hole mal ein bisschen was dazu. So, du und du. Und du bist eigentlich auch noch ganz gut dabei. Das hat sich fast angehört wie eine Flak, weil die so hintereinander geballert haben. Apropos Flak bzw. Flarak. Da haben wir auch noch was vor uns. Einheit repariert. Einheit bereit. Machen wir mal noch ein V2. Da können wir auch ein paar mehr haben. Wird repariert. Du musst leben, Panzer. Ach Gott, ihr müsst auch leben. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Ja, die Helis. Bestätigt. Mammutpanzer. Warum habe ich euch eigentlich zum hintersten Fitzelchen geschickt? Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Einheit repariert. So, jetzt hat man die neue 3. Was habt ihr denn alle gegen Frühstückseier? So, Ruhe jetzt. 1700, ja, fast das Doppelte. Gut, das Doppelte ist eigentlich 1900. Aber dennoch, ist nicht ohne, auch vom Preis her. Dann natürlich noch höhere Bauzeit und so. Also, was ich immer gesehen habe von Multiplayer-Matches, Alliierte gegen Sowjets, immer Kampfpanzer gegen schwere Panzer. Darauf lief es eigentlich immer hinaus. So. Jetzt ist Ruhe mit dem Mist hier. Ja, aber sowas kann eben auch passieren. Ja. Raketen gegen. Ist nur fair. Raketen gegen. Helis ist natürlich dann auch Raketen gegen die Infanterie, die rauskommt. Okay. Machen wir mal noch schnell ein Flugfeld. Da, ganz da unten ist es. Aber gerade für diese schrittweise vorrücken wir in der Kampagne sind Mammutpanzer einfach super. Eben einfach nur, weil man mit denen schön Stück für Stück die ganzen Angreifer zerfetzen kann, auch wenn es Helis sind. Wenn man genug Mammutpanzer hat, dann haben die auch keine große Chance. Aber hier, gerade für solchen schnellen, mobilen Vorstöße sind die Kampfpanzer sehr, sehr gut. Und gegen Infanterie sind die Mammutpanzerraketen natürlich klasse, aber man kann sie auch natürlich immer noch klassisch überfahren. Also, die Kampfpanzer haben dennoch ihren Sinn und Zweck. Auch im Endgame, wenn man so will. Ja, hi. Ja, super, danke. Kaum habe ich die Mammutpanzer mal da unten weggezogen. Das ist nervig. Das ist wirklich nervig. Du musst leben, nein. So, dann müssen wir also auch hintenrum absichern. Und Alter, kommt da gerade ernsthaft ein Kreuzer vorbeigefahren? Das gefällt mir überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Der ist nicht langsam genug, dass ich ihn... Oder? Oh, das waren ein paar gute Treffer. Alter. Ah, jetzt müssen wir alle runter. So, Kreuzer kaputt. Ihr versucht euch mal um die Kanonenboote zu kümmern. Ihr dürft euch weiter sammeln jetzt. Melde mich wie befohlen.
Das sollte hinhauen. Schön. Haben wir dann doch noch hinbekommen, aber ich muss jetzt wirklich gucken, dass das soweit läuft. Wird gebaut. Mission 14. So rum. Einsatz gespeichert. Spionageflugzeug bereit. Konstruktion abgeschlossen. So, jetzt haben wir schon mal in diese Richtung ein bisschen Ruhe. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Kraftwerke. Wird gebaut. Bestätigt. Wir brauchen sehr viel mehr von fast allem. Ja, Sir. In Ordnung. Eine U-Boot-Werft wäre auch keine schlechte Idee, dass wir hier mal auch unsere Ruhe haben. Konstruktion abgeschlossen. Obwohl mir da eine alliierte Werft lieber wäre, wie schon oft gesagt, weil die Zerstörer sind einfach ein bisschen zuverlässiger, was Kämpfe angeht. Aller Art. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. In Ordnung. So, sammle ich mal hier. In Ordnung. Ja, Sir. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Aber die erste U-Boot-Flotte holen wir uns trotzdem mal. Einheit repariert. Erwarte Ihre Befehle. Ihr könnt ja mal so bleiben. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben nur noch... es hat nur ein einziger von zwei Raketenwerfer überlebt. Natürlich doof. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Okay, dann gehst du mal darüber. Kopieren wir euch nochmal. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich, wie befohlen. Wird repariert. Das sind ein paar viele Raketenschützen. Wird gebaut. Erwarte Ihre Befehle. Sorgen wir mal dafür, dass genau solche Späße nicht nochmal passieren. Aber wenn die schon so eng hier dran vorbeifahren, können wir da natürlich auch... Unser Stützpunkt wird angegriffen. Genau das ist das Problem. Einheit bereit. Ja, Sir. In Ordnung. Ich glaube, ich kann nicht nah genug ranbauen. Wird gebaut. Dankeschön. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Verdammt. Die Konstruktion abgeschlossen. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, ist das leicht, sehr leicht eklig. Wird gebaut. Ich hoffe, ich schaffe das rechtzeitig. Das Kraftwerk war hauptsächlich erstmal dafür da. Das ist so nah, dass er das locker trifft. Er schießt woanders hin. Okay, alles klar, alles klar. Wird gebaut. Ziel wählen. Wir brauchen Silos. Ja, es tut überhaupt nicht weh. Jetzt könnte ich das Ding auch mit Panzern treffen. Kommt mal rüber. Eigentlich gerade die Kampfpanzer, die habe ich jetzt auch gerade mal ausgewählt. Nee. Und die Tesla-Spule wird auch nicht rechtzeitig kommen. Abgebrochen. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Kreuzer. Marineeinheit verloren. Und natürlich sind die Kanonenboote wieder ultra OP. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, super. Jetzt bringt mir die Tesla-Spule auch nichts mehr, weil schon alles hier zerstört wurde. Mann. Wo ist das Ding hin? Ach, da. Ja, geht mal ein bisschen weg. Ihr müsst dann gleich weiter sammeln. Ach, die Brücke ist kaputt. Na, super. Brauchen wir die Tesla-Spule hier oben eigentlich auch nicht mehr. Sind es nicht mehr ganz so dringend. Ich lasse erstmal noch da. Hat das U-Boot echt alles fertig gemacht? Das ist nicht schlecht. Aber wenn man dann... Also wenn man die Mission nicht... Das ist schon fast eine Trial-and-Error-Mission. Wenn man das mit den Kreuzern nicht weiß und sich nicht rechtzeitig darauf vorbereitet, dann ist man da ziemlich gearscht. Aber so geht's natürlich, wenn man es... Also wenn man es vorher weiß und ich direkt mich vorher rechts ausrichten würde, ist natürlich leichter. Aber gut, wir sind noch nicht am Ende. Mal überlegen, ob ich irgendwas verkaufen würde. Ja komm, komm. Ist zwar ganz schön, dass wir die besitzen, aber ihr bringt uns jetzt nichts.
In Ordnung. Ja, Sir. Auch eine Möglichkeit, viele Erdsammler zu bekommen, ne? Reparier dich mal. Wir brauchen eine U-Boot-Blockade. Spionageflugzeug bereit. Das Spionageflugzeug haben wir wirklich häufig zur Verfügung. Okay, ich glaube, auf der Seite interessiert mich soweit jetzt erstmal nichts mehr. Mich würde mal interessieren, wann hier von See was kommt. Konstruktion abgeschlossen. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. So, ihr könnt mal in einer Tour dann abgeben. Wird gebaut. Haben die, jetzt haben die ja echt einen Schattengeneral. Das ist doof. Grrr. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Melde mich wie befohlen. Das ist aber eigentlich eine formidable Streitmacht. Ich glaube, mit der können wir mal ein bisschen vor. Melde mich wie befohlen. Leider geht es mit dem Doppelklick für alle Einheitentypen noch nicht. Das würde ich auch zu gerne machen. Konstruktion abgeschlossen. Melde mich wie befohlen. Dann wäre das mit dem Gruppieren, wie ich finde, viel, viel einfacher. Wird gebaut. So. Mann. Gut, das ist die letzte Mission, was erwarte ich. Aber da war die von den Alliierten um einiges zahmer. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir brauchen Silos. Nein, Artillerie. Nicht ausgerechnet ihr. Komm, das schaffst du noch. Gut. Trotzdem werde ich gern weiter unten ein paar Tesla spulen. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Bestätigt. Wird gebaut. Erwarte Ihre Befehle. Ja. In Ordnung. Herzlichen Dank. Warum habt ihr euch jetzt gegenseitig blockiert? Melde mich wie befohlen. Komm, alle Kampfpanzer mal zurück. Bestätigt. Ihr seid schnell. Genau für sowas meinte ich die Kontrollgruppe. Sehr gern. Die Richtung vielleicht? Ich glaube, die haben echt alles mit Schattengeneratoren zugekleistert. Schon lustig. Mit den Alliierten hat man die Aufklärung, aber nicht die nötige Feuerkraft. Mit den Russen hat man ohne Ende Feuerkraft, aber nicht die nötige Aufklärung, um nicht einfach blind in den Hinterhalt zu fahren. Obwohl, ihr habt es ja auch gesehen, der Alliierten-Kampagne, genug Kampfpanzer ist auch Feuerkraft ohne Ende. So, ihr steht euch mal nicht im Weg. Und repariert mal das eine U-Boot hier. Konstruktion abgeschlossen. So, hier hätte ich auch gerne eine kleine Vorbereitung, falls der. Falls die Testspule lang genug überlebt, dass der Kreuzer dann lang genug dann vorbei fährt. Das ist irgendwie schon lustig, wie. Naja. Ich meine. Richtig gescheite Konter, jetzt mal abseits vom Tank-Spam. Also jetzt mal wirklich. Mal abseits davon, Kampfpanzer, Mammutpanzer und schwere Panzer spam. Aua, ich gehe zurück. Gegentaktiken. Gegentaktiken für jetzt etwas Spezielles. Nehmen wir mal an. Okay, der Gegner hat Tesla-Spulen. Ich bräuchte etwas mit langer Reichweite, um sie outzurangen, um sie aus Entfernung zu zerstören. Die einzigen, die das, die Russen quasi, also die einzigen, die die Sowjets damit auskontern können, sind die Sowjets mit ihren V2. Was Reichweite angeht. Bei den Alliierten das gleiche. Die einzigen, die die Kreuzer auskontern können, dass sie nicht alles sofort zerstören, weil einfach alles getarnt ist, sind die Schattengeneratoren und die haben auch wieder die Alliierten. Irgendwie können die Fraktionen sich nicht gegenseitig auskontern mit vielen Sachen, sondern jeweils die gleiche. Es ist. Ja. Warum auch nicht? Wird gebaut. Aber gut, wenn ich so auf die Uhr gucke, sehe ich gerade, wir sind schon wieder soweit.
ging ja ziemlich, ja gut, was heißt, da ging ja ziemlich fix. Ich habe ja bei einer Vernichtung miterlebt und wieder aufgebaut. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.